Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Wilden Western Kanal. Mehr Cowboy ging nicht. Hallo, ihr süßen Mäuse. Ja, es gab ein schönes Tuch. Ich dachte, das ziehe ich an, aber irgendwie fühle ich mich auch wie ein kleiner Pfadfinder, der gerade fair im Vor und vor dem Vor und der Große beschützt den Kleinen. Hallo. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid glücklich, zufrieden, satt und hattet einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Ich habe eine Lidschattenpalette zugeschickt bekommen, und zwar die Urban Decay Naked Wild West Palette. Und ich habe schon lange nicht mehr so eine krasse Reaktion auf diese Palette bekommen, wie bei dieser Palette. Von Oh mein Gott bis Oh mein Gott. Das ganze Spektrum. Und wir werden heute herausfinden, ob sich die knapp 55 Euro für diese Palette lohnt. Ich bin sehr gespannt. Dieses Video entsteht nicht in Zusammenarbeit mit Urban Decay. Ich kriege kein Geld dafür. Ich habe nur die Palette vorab einmal zugeschickt bekommen. I don't know. Also ein Cowboy werde ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr. Aber naja, ich bin da. Hallo. Okay, ihr seht, ich habe noch nichts in meinem Gesicht, außer so ein bisschen Color Corrector und die Augenbrauen drauf gemacht. Denn wir machen so ein bisschen unsere Base. Ich benutze für die Hydromaniac Foundation. Da wollte ich euch ja eh nochmal ein Langzeit-Feedback zu geben. Und ich dachte, das passt ganz gut in dieses Video. Und demnach kann ich euch auch ein Langzeit-Feedback zu dieser Foundation geben. Die Foundation ist mit Kombucha und Hyaluronsäure und soll sehr, sehr feuchtigkeitsspendend sein, was sie auch ist. Ich mag die Foundation wirklich, wirklich gerne. Ich habe sie jetzt auch bestimmt zwei Monate, ich glaube Anfang des Jahres kam die raus, ausgetestet und ich benutze sie wirklich sehr, sehr oft. Vor allen Dingen, wenn meine Haut morgens so ein bisschen trockener ist und ich einfach was für meine Haut tun möchte, um Feuchtigkeit reinzukriegen. Dafür ist sie gut. Das soll jetzt keine Review werden, aber ich habe eine Review schon zu der Foundation gemacht. Ich gucke mal, ob ich euch das Video einmal hier in dieser Ecke verlinke. Sehr, sehr gute Foundation für trockene Haut. Eine gute im High-End-Bereich. Urban Decay ist ja nicht günstig. Also das muss man sagen. Aber ich betone es halt auch immer wieder. Und ich weiß nicht, warum ich mich schon wieder rechtfertige. Um zu wissen, wie die Drogerie ist, muss ich wissen, was die High-End... Oh, Katzenhaare. Oh, warum habe ich so viele Katzenhaare im Gesicht? Oh, nee, das ist mein Haar. Wieder eins weniger. Ich habe die Foundation einmal aufgetragen. Schaut euch einmal diesen Glow an. Sie ist ultra glowy und sie ist auch tagsüber sehr, sehr glowy. Also wenn ihr nur eine leichte Schicht Puder benutzt, dann habt ihr wirklich ein sehr, sehr feuchtes Finish auf eurer Haut. Ich habe die Foundation damals auch und würde es auch heute noch für Leute mit sehr trockener Haut empfehlen oder bis normaler Haut. Wenn ihr ölige Haut habt, seid vorsichtig, dann müsst ihr einfach mehr Puder benutzen und sie wird dann nicht ganz so lange halten. Weil die Foundation ist dafür konzipiert, wirklich frisch und wie nass auszusehen. Also ihr seht das auf der Haut, das Licht reflektiert extrem und das bedeutet, sie ist sehr, sehr dewy. Wie gesagt, es soll heute aber nicht unbedingt um die Foundation gehen. Deswegen würde ich einmal ganz schnell mein Make-up fertig machen und dann geht's weiter mit der Palette. Okay, Freunde, die Base ist drauf. Ich muss das Gedöns jetzt hier einmal wegmachen. Ich kann es nicht leiden, wenn irgendetwas an meinem Hals ist. Ich dachte, das sieht cute aus, aber Pfadfinder Maximus am Start, ne? Puh, besser. Kennt ihr das, wenn das euch so den Hals zuschnürt? I can't. Alright, Base ist einmal wunderschön, schön frisch, schön glowy. So sieht das Ganze schön aus. Kommen wir zu der Palette. Das ist einmal das Schätzchen. Ich muss euch das Packaging zeigen. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera, doch ich glaube, ihr könnt es erahnen. Das sieht aus wie echte Schlangenhaut oder echte Reptilienhaut in so, ja, vielen verschiedenen schimmernden Farben. Und je nachdem, wie das Licht drauf fällt, schimmert die Palette anders. Was ich sagen muss, die Urban Decay Paletten sind vom Packaging her 1A. Also seitdem sie so ein bisschen umgestellt haben, so ab der Ultraviolet Palette wurde das Ganze wirklich krass. Die Stone Vibes Palette war iconic. Diese hier ist wunderschön. Also ich muss sagen, das ist das schönste Packaging, was ich gesehen habe. Und ich muss dazu sagen, neben der Ultraviolet und der Stone Vibes Palette ist das einer der wenigen von der neuen Naked-Reihe, die mich wirklich gecatcht haben. Weil die Farben sind zwar schon recht warm, aber sehr spannend. Und ich habe gestern schon mal für einen TikTok ein paar geswatcht. Das ist die Qualität, die ich vom Swatch her zumindest, geschminkt habe ich es noch nicht, erwarte bei diesem Preis. Die Palette ist recht teuer, das muss man sagen. Aber Urban Decay ist kein Drogerie-Produkt.
Preis. Mit Sicherheit gibt es auch günstigere Alternativen zu Urban Decay oder generell zu High-End-Produkten. Darum soll es aber nicht gehen. Ich review ja auch High-End-Produkte für Leute, die auch gerne mal eine High-End-Palette selber haben wollen, sich vielleicht zum Geburtstag wünschen und sich aber noch nicht so sicher sind. Und dafür bin ich hier, Freunde. Ich würde euch einmal ein klitzekleines Stückchen näher an mein Gesicht holen und dann geht's los. Alright, in meinem letzten Video habe ich den Fehler gemacht, dass ich keinen Primer benutzt habe. Deswegen benutzen wir jetzt auch die Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Die kennt, glaube ich, jeder. Sieht einmal so aus und man kann sie recht schön auftragen. Und die blende ich jetzt mit meinem Finger aus, weil ich habe ja schon so ein bisschen Foundation drauf. Einfach, dass wir ein faires Ergebnis haben, denn letztes Mal, ich weiß, ich muss mich so an die Chatten-Reviews manchmal so ein bisschen rantasten. Manche funktionieren so, manche funktionieren so. Und wenn Sie einen Primer mit dabei legen ins PR-Paket, dann benutze ich ihn auch. So sieht das Ganze einmal von Namen aus. Und ich habe einen Look im Kopf. Wir haben auch wieder einen Pinsel. Hupala. Das ist einmal dieses Schätzchen hier. Ich weiß nicht, ob der sich unterscheidet zu anderen. Ich finde die anderen Pinsel jetzt nicht. Ich muss aber sagen, die Unterseite vor allen Dingen ist extrem gut, um Pigment aufzupressen. Und die ist recht vielseitig einzusetzen. Dadurch, dass sie zwar fluffig ist, braucht man ihn wahrscheinlich nicht unbedingt. Ist bei jeder Lidschattenpalette so. Aber wenn er drin ist, sagen wir auch nicht nö. Ich fange aber als erstes mit einem fluffigen Pinsel an. Gehe hier einfach nochmal kurz rüber, dass ich keine Creases habe. Mache den so ein bisschen trocken und möchte dann in die Farbe Ghost Town gehen. Das ist dieses schöne Backsteinrot. Ich halte sie jetzt einfach mal so ein bisschen schräg. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Und setze mir die hier außen hin. Was ich nicht mag, sind diese länglichen Fändchen. Das ist aber die Naked Reihe. Mein Gott, kann man mit leben. Ich mag persönlich runde Fändchen lieber, aber ich glaube, das ist persönliche Präferenz. Ich kenne ganz, ganz viele, die diese runden Fändchen zum Beispiel nicht mögen. Und man muss auch dazu sagen, Urban Decay hat auch einfach den Weg für krasse Lidschatten damals geebnet. Urban Decay war so eine der ersten Marken, die wirklich krasse Lidschatten rausgebracht hat im Vergleich zu heute. Natürlich nicht mehr. Deswegen finde ich es gut, dass sie gesagt haben, okay, wir stampfen die alte Naked-Reihe ein und bringen modernere Naked-Paletten raus. Und zwar beispielsweise jetzt diese hier, die trotzdem für viele funktional ist, aber gerade durch diese dunklen Farben hier nochmal ganz, ganz neue Leute anspricht. Die meisten Standardpaletten sind ja immer eher so bis hier von Urban Decay gewesen und jetzt kommen immer mehr aufregende Farben dazu. Extrem pigmentiert. Mach's mal auf der anderen Seite. Ich weiß, dass einige von euch die Palette sogar schon haben. Und das Feedback, was ich auf meine Story gekriegt habe, war wirklich sehr spannend. Weil viele gesagt haben, das war eine der ersten Paletten, die mich persönlich, also nicht mich, sondern euch, angesprochen haben. Gerade durch dieses Packaging. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte es genauso gemacht. Ihr habt, meine Palette ist ja auch so in diesem Schlangenoptik. Und eins meiner neuen Produkte ist auch so ein bisschen in diese Richtung gemacht. Weil ich das einfach ein sehr, sehr schönes Design finde. Übrigens ist die Palette vegan. Ich nehme mir jetzt einen anderen fluffigen, sauberen Pinsel und gehe in die Farbe Spur, keine Ahnung, rein. Hat ein bisschen Kickback, ist aber auch eine recht helle Farbe. Und damit gehe ich einfach nur hier oben rüber, um das Rot so ein bisschen auszublenden. Das ist eher so die Transition Shade oder um das Lid so ein bisschen vorzubereiten. Die ist jetzt nicht so intensiv. Zum Ausblenden ist es aber gut, dass man nicht so ins Nichts blendet, sondern einfach einen leichten Touch an Farbe hat. Ich nehme mir jetzt diesen Pinsel aus der Palette und gehe in die Farbe Whiskey rein. Das ist ein sehr, sehr dunkles Rotbraun. Sieht auch gut aus. Und das setze ich mir hier außen hin. Das ist nämlich auch die... Okay. Die dunkelste Farbe aus der Farbreihe. Und damit kann man sehr, sehr gut die Lidfalte verdunkeln. Was ich sagen muss, Urban Decay hat immer recht gute Farbkonzepte. Also ich kann diese Farben ausblenden miteinander. Dann kann ich diese nehmen und diese nehmen. Die ergänzen sich. Das ist ja das, was ich immer so ein bisschen bei einigen Produkten von anderen Firmen kritisiere, dass viele Farben einfach bunt durcheinander sind und man überlegen muss, was man damit macht. Das ist hier recht einfach und auch für Anfänger sind das gute Farben, wobei die Pigmentierung von dieser Palette jetzt schon extrem ist im Vergleich zu anderen. Ich blende die mit dem Pinsel von eben aus, ihr seht es, einfach, dass dieser Übergang schön weich ist und ihr habt ein super dunkles Ergebnis. Crazy. Wie findet ihr die Palette? Schreibt mir gerne mal ein kleines Feedback in die Kommentare. Gefällt sie euch optisch? Was gefällt euch daran? Was gefällt euch nicht? Vielleicht habt ihr sie ja auch schon. Gehört zu denen, die schon ja, vor mir eine Review, eine persönliche machen konnten. Da bin ich natürlich immer sehr gespannt, wie ihr zu Produkten steht, die ich vorher noch nicht getestet habe. Und ich verlinke euch die Palette natürlich auch einfach unten, falls ihr sie euch kaufen wollt. Jetzt, Freunde, wird es spannend, denn wir benutzen die Farbe Tex. Ich habe einen Look gesehen auf Instagram, ich glaube sogar auf dem Urban Decay Deutschland Kanal. Den fand ich
so schön, dass ich gedacht habe, okay, we have to try it. Dafür nehme ich mir jetzt einen flachen Pinsel. Ich lasse den mal trocken und gehe in die Farbe Text rein und setze mir die ganz vorsichtig in stempelnden Bewegungen hierauf. Ich empfehle euch, macht eure Base am liebsten immer am Ende, um Fallout zu umgehen. Ich wollte aber, dass ihr einen schönen Overall-Look habt, weil ich finde, wenn man immer erst die Augen macht, dann sieht das Ganze immer so verrückt aus, wenn man noch nicht geschminkt ist und dann so einen krassen dunklen Look hat. Darf ich ehrlich sein? Das ist eins der krassesten Blautöne, oder Grünblau ist das ja eher, ne? Die ich gesehen habe. Die ist so ultradeckend und so dunkel. Schaut euch das an. Ich gehe ja immer etwas skeptisch an Reviews ran. Einfach, damit ich dann am Ende nicht enttäuscht bin, wenn ich sage, oh, die sieht so schön aus und die muss gut sein. Und am Ende ist sie dann so, naja, Standard. Aber das ist krass. Ich habe kein bisschen Fallout unter den Augen. Ich nehme jetzt die andere Seite vom Pinsel und ich swatch einmal kurz Cowboy Rick. Das ist so ein Silber. Nee, das könnte dafür jetzt nicht sein. Ich gehe jetzt mal hin in die Farbe Butt. Das ist ein Schimmerblau und das mische ich mir nur hier rüber, wollte ich sagen. Oh wow. Und ziehe mir damit so ein bisschen die Cut Crease, um es aufzuhellen. Schaut mal. Selbst mit einem Pinsel, der trocken ist, kommt die Farbe gut raus. Schaut mal, und ich kann diesen Blend von diesem sehr, sehr hellen Blau über dieses dunkle Grünblau ins Braun machen, ohne dass es verrückt aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal in die Farbe Cowboy Rick und setze mir die hier ganz vorne hin. Einfach, dass ich noch so ein bisschen mehr Dimension reinkriege. Schon krass, ne? Was sagt ihr? Okay, ich bin bis jetzt mega, mega beeindruckt. Ich mache einmal den unteren Wimpernkranz. Ich habe überlegt, ob wir was anderes machen, aber ich habe ja jetzt Blau schon oben. Deswegen mache ich einfach hier die Farbe Ghost Town, Whiskey und Pony ab. So ein bisschen an die untere Wimpernlinie. Die Farben sind auch nicht so trocken. Das merkt man schon beim Verblenden, vor allem am unteren Wimpernkranz. Das ist immer so ein Kriterium für mich, wo ich sage, sind die Farben zu trocken oder sind sie so ein bisschen cremiger. Das merkt ihr unterm Auge, habe ich ja persönlich immer sehr, sehr viel Puder. Und in dem Moment, wo ich Lidschatten da hinsetzen kann, ohne Probleme, so wie jetzt hier, schaut mal, weiß ich, dass der Lidschatten genug Cremigkeit hat, um auf Puder zu halten. Ich blende das Ganze mit der Farbe Ghost Town so ein bisschen aus und nehme dafür diesen kleinen Detail Brush von Letizia. Ich habe noch nie so einen feinen kleinen Blendepinsel gehabt. Das ist so krass. Für mein Inner Corner Highlight nehme ich einen kleinen Pinsel, der ist aus dem Kiso Pinsel Set, und gehe in die Farbe Cowboy und mische mir die so ein bisschen mit Goldem, dass ich so ein Gold-Silber habe. Und das setze ich mir direkt hier hin. Ich habe hier noch einen braunen Eye Pencil von We Makeup. Den gebe ich mir einfach so ein bisschen in die Wasserlinie. Da könnte ich. Oh, eine blaue Mascara wäre dafür auch krass. Habe ich leider nicht. Das intensiviert das Ganze nochmal so ein bisschen. Auf meine Lippen gehe ich mit dem Nabla Close-Up Lip Liner in der Farbe 3 und toppe das Ganze dann mit dem NYX Soft Matte Lip Cream in der Farbe Cairo. Ich mache mir einmal kurz Lashes drauf und bin gleich wieder zurück. Und das ist der Look mit der neuen Urban Decay Wild West Palette. Also, Freunde. Fazit. Ja, sie ist teuer. Das kann ich nicht kleinreden, das will ich nicht kleinreden. Was ich aber sagen kann, ist, die Qualität ist eine der besten von den Urban Decay Paletten, die ich bis jetzt, oder von den neuen Paletten, die ich bis jetzt benutzt habe. Ultra, ultra pigmentiert. Lassen sich sehr, sehr gut verblenden, schön aufbauen, schön untereinander kombinieren, und das Packaging ist fantastisch. Und sie ist vegan. Also das sind Punkte, wo ich sage, okay, ich kann mir vorstellen, dass das ein schönes Geburtstagsgeschenk für jemanden ist, weiß ich nicht. Wenn die beste Freundin Geburtstag hat, tut man sich vielleicht mit zwei, drei Leuten zusammen und legt zusammen und kann so eine Palette verschenken. Davon hat man lange was. Sie sieht sehr, sehr schön auf einem Präsentiertischchen aus, auf dem Schminktischchen aus. Und die sind gut zum Verreisen, wenn man verreisen könnte. Das muss man sagen. Der Pinsel ist toll. Man kann gute Looks mitmachen, man kann viele Looks mitmachen. Ihr könnt monochrome Looks, ihr könnt buntere Looks, so wie ich jetzt zum Beispiel mit dem Blau, die trotzdem alltagstauglich sind, schminken. Ich bin gespannt auf euer Feedback zu dieser Palette. Empfehlung von mir, wenn ihr euch eine Palette für das Geld kaufen wollt, könnt ihr das definitiv tun. Swatches sind toll, die Farben sind sehr pigmentiert. Und das ist ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look und zu der Palette sagt. Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!